herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, manchmal mache ich mir die Sachen schwerer, als sie sind. Ich hätte auch einfach mal ins Inventar gucken können, unter Waffen. Und dann hätte ich sicherlich rausgefunden, dass es da diesen Kieseldolch gibt, mit dem man unter Wasser kämpfen und Dinge abbauen kann. Ja. Ja, hab ich aber nicht. Das war, was soll ich sagen? Hab ich in dem Moment irgendwie nicht dran gedacht, einfach mal danach zu gucken. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall den Kieseldolch. Ich habe den noch einmal verbessert. Und dann gehen wir jetzt mal wieder schwimmen. Ja, frühen Morgen erstmal. Guten Morgen, Frau Marienkäfer. Dann hoffe ich mal, dass das gut läuft. Dass wir da jetzt was von dem Seegras abschnippeln können. Ich weiß allerdings nicht, wo das Seegras ist. Wie das aussieht. Das ist ein Seegras. Nee, das ist Algen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt gegen so eine Spinne kämpfen, aber wir können uns zumindest schon mal verteidigen. Was ist das? Nix. Das sind, die Dinger brauchen wir doch, oder? Ich habe heute echt Probleme mit meinem Gedächtnis. Heute werden jetzt einige denken. Ja. Sagt man so. Ist das da, Seegras? Nein. Wo ist denn hier mal so ein was? So ein Luftblasen-Dingsbums? Ja, hallo? Komische Geräusche. Ja, schnell auftauchen. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht so gerne unter Wasser bin. Weil, wenn man da in Kampf gerät oder so, dann vergisst man die Sache mit dem Sauerstoff ganz gerne mal. Ich zumindest. Und dann ist man tot, weil man nicht auf den Sauerstoff geachtet hat. Warum sind denn hier nirgendwo? Ist das so? Warte ich jetzt einmal. Gut. Füllen jetzt einmal Sauerstoff auf. Und dann gucken wir mal, ob das da irgendwas ist. Oh Wunder. Auch kein Seegras. Rotzverdammt. Könnten wir auch mal ein Keu-Dings da. Keuschuppe rumliegen. Das gibt's doch nicht. Oh. Nein, nicht ablenken lassen. Ah. Wer legt denn da Marmor hin? Was bist du? Was ist das? Was ist das? Aber schnell mit dem Bogen. Cool. Wie sollen wir davon bekommen? Eine. Na doll. So, jetzt könnte sich die nächste hier bitte festpacken.
Wie schwer kann es eigentlich sein, Seegras zu finden? Was ist hier für ein Gerumpel? Ich muss dahin, wo die Wasserblasen sind. Bringt mir gar nichts. Nehmen wir davon noch mal ein paar mit. Wenn die gerade schon hier so vor unserer Nase sind. Ja, das würde dann ist das alles aufregend. Kaulquappe. Ist die ganze Zeit immer da pochen. Hallo, Kaulquappe. Ach, das ist die Wasserspinne. Der muss ich mich jetzt nicht unbedingt umschneiden. Hier ist bestimmt mehr drauf. Ich vermute mal, das ist Seegras, oder? Warum kommt die jedes Mal? Hallo, Sauerstoff. Dass die so einfach ist. Oh Mann. So, jetzt nochmal Seegras. Jetzt haben wir es gefunden. So, dann lass uns mal gucken. Kavums, Rabums. Ja. Die Schleimstängel sollten wir haben. Dann können wir uns die nämlich schon. Was ist denn das eigentlich? Ah, die wäre bestimmt cool, wenn der Koi einen verfolgt oder so. Nochmal. Also für die Laterne haben wir alles. Ich kann mir natürlich jetzt wieder die Zahl nicht merken. 4. Wo ist denn der? Das sind dann 8. Da fehlen uns aber noch versunkene Knochen. 8 Seegräser. Wir haben 11. 8. Wir brauchen 12. 12 Seegräser. 14. Und dann brauchen wir noch von den Ruderwanzenflossen 3. Oh, warte, warte. Ah, wir brauchen schon noch ein bisschen was. Die Seite ist
her. Zurück. Panik. Nein. Oh, bitte komm raus, große Bubble. Uff. So, Seegras haben wir genug. Jetzt fehlen uns alte Knochen und dann noch von diesen komischen Viechern, von denen eben eins festhing. Kriege ich denn alte Knochen? Da hinten kommt noch mal Luft. Ich habe so einen Schießfilter, dass der Koi kommt. Ich sehe den nicht mal. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Da sind so Viecher, die wir brauchen. Drei Stück. Nimm mich ab. Alter. Wieder zurück zum Sauerstoff. Das ist noch fast voll, Blase. Aber verpasst. Kann ich zurück. Okay, die Blase ist gut. Also flieht. Gut, no. 12 hatte ich gesagt, brauchen wir, oder was? Alter, ich hab schon wieder vergessen. Ich bin so nervös. Hier unter Wasser, es ist furchtbar für mich. Wofür brauchen wir denn überhaupt? Die Ruder, Wanzen, Flossen. Hä? Für die Flossen, ne? Ja, eine noch. Okay, noch eine, dann können wir uns schon mal die Flossen herstellen und sind ein bisschen fixer unterwegs. Der ist aber jetzt weit weg. Okay, ich würde jetzt mal erstmal nach da. Da ist eine. Ah, wie das Wasser die Luftblase verpasst. Da war sie. Okay, ich würde jetzt erstmal zurück und die Flossen bauen. Oh. Wie kann man sie mal so versauen, aus dem Wasser rauszuspringen? Hey, Rissi. Bauen wir schon mal die Flossen. Dann sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Eieiei. Wasser ins Spiel, nee, das ist gar nichts für mich. So, wir haben Flipflossen. Dann können wir jetzt nochmal in aller Ruhe nachsehen, was uns. Das könnte ich auch herstellen. Dafür brauchen wir versunkene Knochen. Okay, dann stellen wir das jetzt noch her. Dann würde ich mal, hier habe ich dann eine leere Kiste irgendwo. Ja. Und die muss ich noch identifizieren. Zack. Ist die Gelegenheit dann auch mal beschriften.
Gedöns. Und da auch mit hier rein. Da ist nochmal ein Weg raus. Sonst noch irgendwas? Ja, habe ich. Nein, da. Ach, die kann ich nur 5 stapeln. Okay. Jetzt fehlt nur noch der Hut. Dafür brauchen wir Knochen. Irgendwas war noch. Wir haben die Waffe, die Flossen, wir haben das Ding. Nö, eigentlich nicht, ne? Ach, die Fackel. Ja, was kann ich die Fackel auch schon? Ja, die Fackel konnte ich doch auch schon herstellen. War die das? Nee. Die hier. Mach ich ein oder lieber direkt 2? Dann fehlt mir aber auf jeden Fall wieder Seerosenwachs. Wir machen erstmal eine. Schleimlaterne, Inventar. Ja, nochmal dahin. So, dann gehen wir jetzt. Jetzt habe ich noch. Echt jetzt. Nee. Was habe ich denn jetzt verballert, was ich noch identifizieren wollte? Ach, das da. Okay, dann gehen wir da erstmal los. Burger. Und gehen wir ins Wasser. Und einen kleinen Sauerstoffvorrat sollte das auch dann langsam entspannter werden. Bis auf den Kolk können wir ja auch da unten, denke ich, alles wegmachen. Das analysieren. Knochendolch, Knochendreizack. Okay, interessant. Aber da müssen wir nur Knochen finden. Und hier auch war ein Boot. Nein, schwimmende Markierung. Ach, wir können daraus Holzfasern herstellen. Ja, das will ich nicht. Wie haben die ganzen Quests? Ich muss die Wallung wie loswerden. Und können wir uns hier noch kaufen? Ne, ich glaube, das wird 2500. Seil rutschen, 2500. Fackel plus 1. Heißt das jetzt, meine Fackeln halten besser oder ist das eine andere Fackel? Ah, keine Ahnung. Tschüss. Wir gehen ins Wasser. Und jetzt nicht wieder den Tag auf Burger verschwenden. Heute ist Strandtag. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt hier mal Knochen finden. Jetzt ziehen wir uns mal um. Wo ist es? Da. Und die schicken Armor Protection, engage! Ja, als Schutzkleidung würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Jetzt haben wir doppelt so viel Sauerstoff. Das ist ja schon mal angenehm. Da lässt sich doch der Tauchurlaub genießen. Ich hoffe nur, der Koi kommt nicht.
Wenn er dich hier unten frisst, wie willst du denn dein Zeug wiederkriegen? Ach, hier müssen wir schon runter, wenn wir zum Labor wollen, ne? Glaube ich. Lass mal Sauerstoff holen. Und Sauerstoff raus da. Hier unten. Ich glaube, hier unten geht's zum Labor. Noch ein Finde. Einerseits war total interessant, wenn man in ein neues Gebiet kommt. Andererseits, ja, weiß man nicht, was man machen soll. Okay, wir suchen jetzt einfach mal hier unten nach dem Laboreingang oder eben nach Knochen. Was liegt da noch? Was ist das? Schlammige Schuppe. Wo ist meine Schaufel? Wo ist denn meine Schaufel? Ich sehe meine Wo ist denn meine Ameisenschaufel? Wo habe ich die denn hingetan? Ich Ochse. Die ist weg. Ja, super. Ganz toll. Mann, ich bin aber auch ein Held. Jetzt will ich erstmal wieder Sauerstoff haben. Oh, da. Nein. Okay. Irgendwo hier saß er. Da. Ist das eine Keuschuppe? Ach man, das sind echt Keuschuppen, aber... Nee, ne? Ja, gut, jetzt muss ich zurück. Jetzt muss ich nach meiner Ameisenschaufel gucken. Jetzt komme ich weder an die Schuppen noch an die Knochen. Weggeschmissen. Sondern nur verlegt. Aber wo soll ich die hingetan haben? Okay, was ist das für eine Mutation? Und welche von denen ist das jetzt wieder? Die könnten wir vielleicht jetzt mal aktivieren, solange anstelle der Ameisen. So, dann ziehen wir uns nochmal eben um. Ich verstehe es echt nicht, wo meine Schaufel ist. Safety first. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Mine herstellen. Ich weiß nicht, ob ich die Materialien noch habe. Und gleich schon wieder dunkel. Egal. Weggeschmissen haben.
noch da hinten einen Korb. Wo sie drin sein können. Ja, jetzt mal Ruhe da. Ne, ich hab meine Arme in den Schaufel weggespielt. GG. Hydration is the key to performance. Habe ich noch was zu essen? Ja, einen haben wir noch. Toll. Das heißt, wir... Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, okay, dann warte ich jetzt die Nacht ab. Hol mir erstmal neue Fliegen. Geht aber nicht. Komm, wir nehmen die Äpfel hier mit. Wir sollen noch einen Schluck Urin. Jetzt, nochmal. Kann ich eine Ameisen? Ja, kann ich. Du hast entdeckt, hatte ich die noch gar nicht hergestellt? Dann habe ich die in dem anderen Spielstand hergestellt. Also in unserem Koop. Mit Sandy. Müsste ich eigentlich auch leer machen, aber nein, wir gehen jetzt wieder ins Wasser. Ich will jetzt da runter, ich will Keuschuppen, Knochen haben. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge uns ja schön die Taschen voll gefahren haben. Und dann kämpfst du auch keinen Platz mehr im Inventar haben. Können wir dann nicht immer dieses Ding verpassen, ne? Versuchen irgendwie mit dem Labor. Wo war jetzt der Eingang? Komische Geräusche mag ich nicht. Ich will hier nicht auf den Koi treffen. Ich spinne das mal. Oh, wo war denn jetzt der Eingang? Ist alles voller Spinnen. Oh, Menno. Hier. So, einmal Luft voll machen. Blubberblase? Danke. So, jetzt gehen wir hier runter und dann haben wir die auf der 7. Das Gefühl, wir bleiben jetzt hier einen kleinen Moment. Ton, nein. Okay, wir müssen erstmal wieder zum Sauerstoff. Nicht verpassen. Tja, komm wieder runter. Das ist Ton, da ist eine Keuschuppe. Die waren da auch da. Hier noch mal irgendwo Sauerstoff. Wenn nicht, habe ich gleich ein Problem. Nicht ablenken. Oh, Sauerstoff, Leute. Oh Gott, das ist versperrt. Nein, 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 nicht wieder unter Wasser sterben. Hatte ich heute schon. Wo geht's hier raus? Da. Oh ja, ich seh's. Liebes Spiel, ich seh's. This could work for my science fair project. Oh Gott, ich werde sterben. Ich sterbe. Warum ist denn hier nirgendwo Sauerstoff? Oh,
Und wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? Ja. Wow, wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen, Mensch? Ach ja, ich hab mein Zeug ja an. Oh, ich mein etwas Gutes. Dass ich die Ausrüstung ja anhabe. Oh Mann, ey. That tastes really good. Also bitter, wenn da unten kein Sauerstoff mehr kommt und man den Weg nicht kennt. Wie soll man das denn machen? Das ist ganz schön gemein. Gib mir ein bisschen Essen. Mann. Ja, gib mir auch noch ein bisschen Essen. Ja, kämpfen können wir jetzt gar nicht. Hab ich nur noch eine Schaufel. Ja, schön. Aber irgendwas musste ja schief gehen. Gott, ist das hier die letzte Sauerstoffquelle? Beim letzten Mal bin ich nicht direkt durchgeschwommen. Oh, na gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Machen wir es noch einmal Sauerstoff voll. Und dann... einen durch. Da unten ist auch die... irgendwo die Truhe muss hier auch sein. Beschützt. Wo war der Eingang? Kommt zwar Blubberblase und kommt auch eine große. Ach nee, die pustet mich nur nach oben. Super, wieder Zeit verschwindet. Ist versperrt. Wo ist denn mein Rucksack? Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Krieg ich da oben irgendwo Sauerstoff? Ja. Halleluja. Wow. Da. Ist hier cooles Zeug? Was ist das? Seegras. Brauche ich. Glaube ich. Da ist ein Knochen. Keuschuppe. Noch. Keuschuppe. Bärenleder. Seidenseil, kann man auch brauchen. Hey, alles cool, alles cool. Was ist das? Seerosenwachs. Ist schwierig, die Sachen anzupeilen hier. Verrottete Schleimlaterne. So, erstmal wieder raus. Oh, mein Inventar ist schon voll. Halleluja. Verrottete Schleimlaterne.
Schleimpilzfackel. Die kann ich eigentlich wegschmeißen, ne? Weg. Was schmeißen wir noch erstmal weg? Moment. Ein Kieselhammer? Wofür habe ich den denn? Weg. Die normale Fackel weg. Okay. Wir ziehen uns erstmal um. Armoring up. Each member of the Tolly family, excepting yours truly, looks at Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium, with utter disdain. Within its densely packed leaves, a high-powered nutrient boost in a miniature form factor. And yet mealtime after mealtime, it is recklessly cast aside. Well, more for me. The body knows when it's lacking something. Funny that it doesn't tell the mind why, though. But I have taken the hint, and I'll do those brilliant horticulturalists of Belgium one better. You see, these little morsels are a prime candidate for experimentation in my new submersible multifunction lab. A closed-loop system complete with retractable solar dome. I mean, what could possibly go wrong? Dr. Tully, it is almost time for your appointment. Already? The joys of getting older. Trudy pushed me to go see a doctor after she remarked that I looked like a plate of wet ham. Very well. Mustn't be late and keep Dr. Applebaum waiting. Okay. Ich muss so machen. Ich hab einmal so aussehen. Schön. Vorne in die Regale gucken. Bevor wir weitergehen. Ah, das ist Dr. Tully. Oh, Moment. Halt. Wo ist da? Ui. Was gibt's hier noch? Die nehmen wir mit. Wasserspinnenbrocken. Seide brauchen wir nicht unbedingt. Marmor auf jeden Fall. Was ist da drüber? Okay, jetzt muss ich schon wieder aussortieren. Was kann ich hier lassen? Die lassen wir hier. Okay. Zum Rüstung verbessern. Ja, Seile habe ich eigentlich nicht. Da kommen wir nicht durch. Was war das noch? Seidenseil. Ja, muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Moment, da liegt noch so ein. Och, komm mal, das Schwert dran. Furchtbar.
Vergiss es. Oh, hier ist auch noch Essen. Was ist das da unten? Wasserfleisch. Wasserflohfleisch. Ich muss erst noch mal aussortieren. Was ich noch wegschmeißen kann. Ich könnte mal einen Stack Pfeile wegschmeißen eigentlich. Nee, wir schmeißen die Seide weg. Da komme ich auch schneller dran. Fünf Verbände sollten auch reichen. Zwei Plätze frei. Würde ich das Essen mal mitnehmen? Hä? Ach, das ist schon wieder. Was hab ich denn aufgehoben? Ach so, das ist nur rohes Fleisch, nee. Dann nehmen wir davon eins mit zum Identifizieren. Das ist Seegrasfaser. Wasserfruchtfleisch. Vielleicht können wir hier unten schon irgendwo analysieren. Dann müssen wir das nicht alles mitschleppen. Na gut. Erstmal wieder Helm anziehen und. So, vielleicht hat man nach da oben. Armor Protection, engage! Oh, ist das aufregend. Na gut, bevor wir aber den Schalter umlegen, ja, wir werden ihn gleich ziehen, hüpfen wir in die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.